Vorweg muss ich zwei Disclaimer machen. Erstens werde ich nicht darauf eingehen, dass Ubisoft Assassin's Creed Mirage als ein Back to the Roots vermarktet hat. Ja, das Spiel erinnert an alte Ezio-Titel aufgrund der Animation, das Setting ist erneut arabischsprachig, was an den alten Altair-Titel Assassin's Creed 1 erinnert. Doch damit hat es sich schon und ich bin ohnehin nicht jemand, den Marketing-Sprech interessiert. Zweitens muss ich schon im Vorfeld darüber aufklären, mit welcher Peripherie ich Assassin's Creed Mirage gespielt habe, denn ich habe schon seit ein paar Jahren den Eindruck, dass das maßgeblich die Wahrnehmung eines Spiels beeinflusst. Ich habe Assassin's Creed Mirage auf meiner alten PS4 Slim mit einem, man würde jetzt sagen, kleinen HD-Fernseher gespielt. Ihr habt richtig gehört, keine PS4 Pro oder PS5, ich bin kein Bonze. Und das hat dazu beigetragen, dass ich teilweise das Bild und Anzeigen etwas unübersichtlich fand und klein, gerade wenn Gegner mich entdeckten, aber das scheint wirklich eher an meinem Fernseher gelegen zu haben. Meine PS4 Slim wurde nicht mal laut, es gab einige technische Schwierigkeiten, einmal ist es abgestürzt, das Spiel, aber ansonsten nichts Schlimmeres, was man jetzt erwarten könnte, also man kann es ruhig auf einer alten PS4 spielen, das Spiel. So, aber fangen wir an. Ich starte mit der Story von Assassin's Creed Mirage, wo wir Basim spielen, bevor er in Assassin's Creed Valhalla auftritt. Ich setze jetzt, wie Assassin's Creed Valhalla und Mirage, einfach mal voraus, dass alle noch aus dem Ende von Assassin's Creed Valhalla und dem Secret Ending wissen, von vor 3 Jahren wohlgemerkt, dass Basim die Wiedergeburt von Loki ist, ebenso wie Eivor, die Hauptfigur von Assassin's Creed Valhalla, die Wiedergeburt von Odin war. Denn wer das nicht weiß, dürfte sich ziemlich blöd beim Ende des Spiels vorkommen, aber gehen wir der Reihe nach. Denn die Story von Assassin's Creed Mirage ist wirklich nicht gut. Das ist sie ganz besonders wenig am Anfang, welcher ebenso spielerisch den schlechtesten Teil darstellt. Und zwar startet die Geschichte auch nicht in der Stadt Bagdad, sondern eine den Winterpalast des Kalifen umschließenden andere, kleinere Stadt, wo wir Basim und seine Kindheitsfreundin Nihal kennenlernen. Die beiden sind Straßendiebe für eine Art Diebesgemeinschaft und Waisenhaus, wenn man so will. Basim führt über diese Gemeinschaft bereits Aufträge für die Assassinen aus, ohne dass er Mitglied ist, wird dabei in Albträumen noch von einem Djinn geplagt. Aufgrund von ein paar Ereignissen muss Basim dann die Stadt verlassen und wird dann Assassin. Also wie hätte man es denken können, ne? Und in diesem Anfang sind viele qualitativ schlimme Sachen, die dieses Spiel absolut nicht für ein einfaches Anspielen empfehlenswert machen. Also wer jemals Assassin's Creed ausprobieren wollte oder wieder mal anprobieren wollte, wird durch den Anfang von Mirage das Schlechteste vom Spiel sehen. Das hat mit den Dialogen, den Animationen, der ungenauen Steuerung und dem Aufbau dieser Anfangsstadt zu tun. Denn als ich den Anfang gespielt habe, dachte ich konstant, zur Hölle, dieses Spiel scheint nicht fertig zu sein. Und da gehen Dialoge und Animationen bei diesem Eindruck Hand in Hand. Animationen in Zwischensequenzen und Dialoge waren nie eine Stärke der Serie, aber hier bekam ich das Gefühl, dass der Anfang nicht zu Ende produziert wurde. Also es passiert quasi eine Abfolge von Szenen. Basim und Nihal versuchen eine Kiste aus dem Winterpalast zu stehlen, stoßen auf die Bösewichte, in der Kiste ist ein Isu-Artefakt, was Basim zwei Wesen zeigt. Basim und Nihal werden vom Kalifen entdeckt, Nihal tötet den Kalifen, die beiden fliehen und das Waisenhaus wird abgeschlachtet. Warum jetzt die vorherigen Sachen automatisch zuletzt führen, keine Ahnung. Das Spiel erklärt es nicht. Man kann es sich nicht mit sowas wie aus Assassin's Creed 2 mit der getöteten Familie erklären, weil dort ist eindeutig, dass der Bösewicht zumindest die Familie des Protagonisten Ezio durch seinen Handlanger kennt, den die Familie wiederum für einen Freund hält. Aber hier gibt es keine solche Verbindung. Auch wenn man dann bei den Assassinen ist. Es ist wirklich so ein, man geht von Szene zu Szene, aber die Verbindung zwischen den Szenen fehlt teilweise. Also es gibt, wie in meinem Beispiel, Szene A, Szene B, Szene C und so weiter. Aber es ist nicht immer ersichtlich, warum Szene A zu Szene B und zu Szene C und so weiter führt. Unterstützt wird das dadurch, dass die Dialoge am Anfang zu grob klingen. Ich weiß nicht, wer hier alles Theater spielt oder schon mal eingeübte Dialoge vor der Kamera hatte. Man schreibt idealerweise einen Dialog, geht den zumindest in Probevorführung durch und verfeinert Stellen,
damit dieser Dialog natürlich wirkt. Und die Dialoge am Anfang des Spiels klingen, als hätte jemand Dialoge geschrieben und sie dann aber nicht einfach verfeinert, sondern sie werden sofort eingesprochen worden. Und Theater ist ein weiteres gutes Sprichwort, was die Animation angeht. Ich weiß nicht, ob ihr jemals Neulinge auf der Bühne oder vor der Kamera gesehen habt, die zwar wissen, was sie tun sollen, aber noch so unerfahren sind, dass sie nicht wissen, wie sie die Lücken bis zu ihrem Handlungsmoment durch natürliche Bewegungen überbrücken sollen. Und genau so sieht das Spiel aus. Bis zu dem Zeitpunkt, wo die Charaktere etwas tun, stehen sie einfach genauso verloren wie Neulinge auf der Bühne, sage ich mal jetzt in Anführungsstrichen, oder im Bildschirm. Danach im Verlauf des Spiels ist das nicht mehr so schlimm, das wird dann mit verschiedenen Kameraeinstellungen und durch mehr animierten Posen kaschiert. Die Dialoge fühlen sich auch nicht mehr so rough an, aber ich weiß wirklich nicht, warum der Anfang so schlecht verbunden in seinen Elementen ist. Ich meine, Mirage war ja als DLC geplant, ehe Ubisoft daraus einen großen eigenen Titel machte. Die Arbeitsbedingungen bei Ubisoft sind bekanntermaßen nicht die besten. Ich frage mich trotzdem, was hat das Studio die 3 Jahre gemacht? Oder ist es stattlich, dass Mirage überhaupt in über 3 Jahren zusammengeklöppelt wurde? Vorausgesetzt, es wurde wirklich in über 3 Jahren zusammengeklöppelt und war nicht schon etwas länger in Planung und Entwicklung. Ich hätte auch ganz komische Assoziationen am Anfang mit Mirage, wie es sich präsentiert. Und zwar beginnt es das Spiel nach einer kurzen Einführung mit dem Albtraum von Basim, wo wir lernen, dass er von einem Djinn heimgesucht wird. Dann, wo er bei den Assassinen ist, kommt so ein Zusammenschnitt über seine Ausbildung mit unterlegter, poppiger Musik und ich war so, Kingdom Hearts? Komische Traumsequenz am Anfang, vorgerenneter Grafikpracht zu anregender Musik. Ja, was ist das denn? Aber sobald der Anfang vorbei war, wurde es wirklich besser. Nicht wirklich mit Story und Charakteren, schon gar nicht Basim. Ich verstehe die Idee insgesamt, die hinter ihm und der Geschichte stand. Basim ist so eine Art positiver Alter Ihr. Der erste Protagonist der Serie war. Alter Ihr meinte im ersten Spiel am Anfang in all seiner Arroganz, er wäre besser als die anderen Assassinen. Also er sagt, glaube ich, sprichwörtlich, ich bin besser als ihr. Also in der deutschen Fassung. Und Basim sagt, er wäre besser als das, was er als Straßendieb in seinem jetzigen Leben leisten könnte und auch wie er leben könnte. Und Ubisoft versucht, Basim als jemand Ambitionierten darzustellen, der trotzdem witzig ist, noch dazu wandlungsfähig, aber zugleich zerrissen zwischen seiner Vergangenheit und seiner Pflicht gegenüber den Assassinen. Das zieht nur leider null, weil wenig direkt in Verbindung steht oder wirklich Impact hat. Ich habe das Spiel auf Englisch gespielt. Es ist ein Arschmove von Ubisoft, erneut die anderen Synchros nur als Download verfügbar zu machen. Aber ich habe im Anspielen von Rocket Beans die deutsche Synchro erlebt und sie klingt wirklich belebter. Man merkt in der deutschen Synchro wirklich, dass Basim als witzige Figur gemeint war. Was er aber nicht ist, weil vor allem Sachen sagt er nur etwas, also er sagt halt Sachen und er unterstützt sie nicht wirklich emotional, mit Gestik, mit Mimik, mit Betonung und auch mit Charme, der da eigentlich rein müsste. Und bevor ich jetzt noch weiter über die Story rede und zum Ende des Spiels komme, mache ich hier einen Bruch und ich werde erstmal weiter die Review des Spiels voran und zu Ende bringen. Es gibt wirklich nichts über das Ende zu spoilern. Aber trotzdem, das Ende gehört ans Ende und wer es nicht hören will, kann dann später einfach das Video abbrechen. Denn, oh boy, ich muss über dieses Ende reden und wie wenig man darüber spoilern kann. Weil es nicht zum Spoilern enthält. Das ist keine Untertreibung. Aber erstmal zum Rest der Review. Ich sprach davon, wie unfertig ich den Anfang des Spiels fand. Doch wenn ich über die Spielwelt spreche, kommt mir das Spiel überhaupt nicht mehr unfertig vor, sondern eher schlecht geplant. Wie ich vorhin meinte, ist auch der Aufbau der Anfangsstadt wirklich schlecht gewählt, um die Qualität des Gameplays darzustellen. Denn die automatisierte Klettersteuerung ist sehr ungenau und Basim springt schnell woanders hin als geplant. Und der Grund dafür ist nicht nur, weil die kontextsensitive Erkennung der interaktiven Stellen zum Klettern ungenau ist, sondern weil die Welt von Mirage meistens nicht so hoch gebaut ist und wenige direkte Interaktionspunkte zum Klettern mit längeren Lücken hat. Dadurch springt
Dadurch fällt es eher auf, wenn Basim halt nicht in die eine Richtung springt, sondern in die andere, in die man gar nicht wollte. Und um das genauer zu erklären, muss ich erklären, wie die Spielwelt aufgebaut ist. Es gibt den Hauptort Bagdad mit seiner runden Stadt im Zentrum, darum drei Stadtteile und darum die Wildnis, wovon ein Teil die Anfangsstadt ist. Und in den drei Stadtteilen und der Anfangsstadt treten die meisten Probleme mit dem Klettern auf. Das meine ich nicht nur, weil man in den drei Stadtteilen die meiste Spielzeit verbringt, sondern wie schon gesagt, sind diese Teile weniger hoch und weniger dicht bebaut. Das heißt, hier merkt man eher die ungenaue Steuerung, weil die Menge an interaktiven Objekten zum Klettern sind nicht so viele, aber sie sind auch nicht so wenige. Also die Konzentration ist so verstreut. Was ich damit meine, kann ich am besten damit verdeutlichen, wenn ich über die runde Stadt rede. Weil sobald man dort ist, funktioniert das Klettern viel besser. Es wird nicht besser, aber dadurch, dass die Gebäude im Zentrum so hoch sind, und die kontextsensitiven Interaktionspunkte so dicht zueinander stehen, kann es zwar passieren, dass Basim immer noch woanders hinspringt oder klettert, wohin man erstmal wollte im Detail, aber das ist im Endeffekt nicht so schlimm, weil es gibt so viele weitere Interaktionspunkte und so geringe Lücken zwischen ihnen, weil sie in einer so hohen Konzentration auftreten, dass man ohnehin meist störungsfrei in die Richtung weiter parkourt, in die man ohnehin wollte. Das heißt also, das Zentrum der Stadt, so klein es auch leider ist, ist wirklich eines der Höhepunkte dieser Welt. Während das an anderen Orten auf der Karte wegen der geringen Dichte und der Interaktionspunkte und der geringen Gebäudehöhe nicht so leicht zu übersehen ist, dass er halt anders klettert, als man eigentlich will. Und so schlicht und etwas schwierig geplant ist, glaube ich, die richtige Bezeichnung, weil ich habe das Gefühl, Parkour funktioniert am besten eben in dieser Innenstadt und im Rest ist es so, Denn ähnlich schlecht geplant sind auch andere Elemente. Es gibt zum Beispiel Tiere in der Wildnis, die haben aber keinen Nutzen, außer dass sie halt für belebten Lokalkolorit in der Wildnis sorgen oder einen angreifenden Kämpfen mit ihnen bringt nichts. Materialien kriegt man auch von ihnen keine, auch keine XP. Skillpunkte bekommt man nur für Missionen und diese Skillpunkte sind ziemlich unnötig, also die Fähigkeiten, die man bekommt, sind ziemlich unnötig. Ebenso sind die Waffen mit leichten Wertänderungen und Zusatzeffekten meistens unnötig. Ich meine, gib mir doch einfach ein paar bessere Waffen. Ist doch okay, da brauche ich doch nicht so ein vorgespieltes RPG-Ding drin, das keinen Einfluss hat und nur unnötig alles streckt und verwässert. Und die Materialien zum Verstärken der Ausrüstung und der eigenen Gadgets wirken ebenfalls unnötig. Ich glaube, das ist halt alles noch ein Erbe aus dem Originalspiel, aus Valhalla, das ja, auch wenn ich es nicht mochte, ein RPG war und dieses Spiel nur ein DLC von einem anderen System sein sollte. Und ich glaube, das Studio dahinter ist ein bisschen in Bedrängnis gekommen und hat einfach versucht, Sachen zu kaschieren, konnte sie aber nicht komplett rausnehmen, weil das hätte halt ihre Grundstruktur vielleicht gesprengt und sie standen vermutlich unter einem sehr krassen Zeitdruck, wenn ich, wie gesagt, dieses Spiel in so circa 3 Jahren oder mehr rauskommen sollte. Und wie gesagt, das ist wegen diesem RPG-System, das es einfach nicht braucht und es hält immer noch an diesen Elementen fest und es ist wieder so, dass Türme nicht die gesamte Karte aufdecken. Das gab es schon mal in Assassin's Creed 3 und in Assassin's Creed 3 lag das daran, weil das Team einfach komplett überfordert war mit diesem Projekt. Es massenhaft Sachen gebaut hat, die es wieder rausgeworfen hat. Man wusste am Ende nicht mal mehr, was drin war und was nicht auf Teamseite. Es gibt eine Nebenquest in Assassin's Creed 3 zum Abschließen, eine der Assassinen-Neulinge. Die kann man nur finden, wenn man in einen Bereich geht, den die Türme nicht aufdecken konnten. Und hier ist das aber geplant. Hier ist es kein Versehen. Denn manchmal gibt es an den Rändern dieser Welt Collectibles. Also man befindet sich auf so einer Binneninsel, auf der Bagdad ist und auch die Wildnis drumherum. Und diese Collectibles werden auch nicht automatisch aufgedeckt. Man sieht sie erst, wenn man nah genug dran ist. Und das ist doch der Grund, warum ich irgendwann mit dem Sammeln aufgehört habe, obwohl ich eigentlich Sammeln in Assassin's Creed mag. Weil ich hatte nicht immer die Lust, weiter Städte und Wildnis nach Collectibles zu durchsuchen. Man bekommt doch nicht mal was Geiles für viele Sammelgegenstände, außer vielleicht bei manchen Ausrüstungskisten eine bessere Waffe oder ein Upgrade, die aber auch meistens unnötig sind. Man kann sich Karten kaufen, wo Sammelgegenstände angezeigt werden, aber auch nicht zu allen. Und es gibt nur einen einzigen Händler im gesamten Spiel, nämlich in der runden Stadt, wo man erst am Ende hinkommt. Also man kann versuchen, so hinzukommen, aber
wo man von der Planung her erst am Ende hinkommt. Ebenfalls lädt die viel zu große Karte mit dieser viel zu großen Wildnis und den viel zu ungleichmäßig verteilten Collectibles nicht dazu ein, sie frei zu erkunden, was ich versucht habe. Und das mochte ich eigentlich auch immer in der Serie. Stattdessen wird euch eine gewisse Spielreihenfolge vorgegeben, also eher still. Ihr macht am besten die Hauptmission, bis ihr die Nebenmission der Assassinen freischaltet, dann fokussiert ihr euch auf die Nebenmission, soweit ihr könnt, bis ihr wieder mit den Hauptmissionen weitermacht. Jetzt fragt ihr euch, warum sollte ich so spielen? Das hat zwei Gründe. Erstens, das Spiel ist so strukturiert. Wie gesagt, es hat halt keinen Sinn, etwas auf eigene Faust zu erkunden meistens. Das Spiel ist so strukturiert, dass euch die Missionen ohnehin an viele Orte mit den Collectibles schicken. Zweitens, verdient ihr mit diesen Nebenmissionen Materialien zum Aufwerten eurer Ausrüstung und Tokens. Und ich nenne das jetzt mal anders, ich sage Währungen. Denn Mirage hat nicht eine Geldwährung. Nein, sie hat vier Währungen. Sie hat halt die normale Geldwährung, Token für Söldner, Token für Händler und Token für Weise. So, und jetzt kommt es. Ihr habt in verschiedenen, ich sag mal Dungeons, also Orten, wo ihr hingeht, wo ihr eure Aufträge erledigt, verschiedene Möglichkeiten voranzukommen. Häufig gibt es aber nur eine machbarste, sage ich mal. Und in einigen solltet ihr halt Tokens verwenden, um Gefälligkeiten zu erhalten oder Bestechung durchzuführen. Und das macht ihr nicht etwa mit Geld, das ja existiert. Und das würde ja Sinn ergeben, wenn ihr Leute mit Geld bestechen könntet. Nein, ihr braucht diese Tokens. Was mich so unfassbar nervt. Und habt ihr diese Tokens nicht, wird es teilweise auch schwerer. Also die Karten für Collectibles zum Beispiel, die ich zuvor erwähnte, die ihr kaufen könnt, könnt ihr nur mit Tokens für Weise kaufen. Es gibt wieder einen Gesuchsstatus, je nach Verbrechen, der Wachen und Bevölkerung aggressiver auf euch macht. Und das könnt ihr senken, indem ihr Steckbriefe abreißt oder indem ihr wieder Schreier wie in Assassin's Creed 2 und Brotherhood bestecht. Und da kam ein Problem. Es gibt nicht immer Steckbriefe in der Reichweite und diese Schreier kann man nur mit, ich glaube, Handelstokens bestechen. Und ich habe die Nebenmissionen erstmal ignoriert und hatte deswegen eine Zeit lang keine Tokens. Theoretisch könnte man Tokens auch stehlen, also Händler-Tokens hätte man von Händlern stehlen können. Aber ich hatte ganz ehrlich keine Lust, Leute zu bestehlen, von denen ich nicht wusste, dass sie superreich sind. Denn das ging irgendwie gegen meine Moral, so als einfache Leute als Assassine zu bestehlen. Ich weiß, Assassin's Creed 2 hat das ganz groß gemacht. Da hat man aber auch immer die reichen Leute bestohlen. Ich meine, kommt schon. Und es hat für mich nicht gepasst, hier einfach rumzugehen und zu stehlen. Ich habe auch tatsächlich dieses dumme Minispiel hinter dem Stehlen, also dieses Quicktime-Event, das habe ich ausgeschaltet, das konnte man zum Glück. Und über das absolut Schlimmste im Spiel habe ich noch nicht geredet und das sind die Kämpfe. Die sind wirklich phänomenal kacke. Das Spiel verfolgt weiterhin grob diese Souls-Kampfmechanik aus den Souls-Teilen, die auch die letzten drei Teile angenommen haben, nur jetzt noch schlechter und ein bisschen anders. Assassin's Creed war ja nie gut mit seinem Kampfsystem, früher war man immer ein Overpowered. Ich verstehe Leute nicht, die unbedingt wollten, dass Assassin's Creed schwerer wird. Was stimmt nicht mit euch? Dafür gibt es andere Spieleserien. Ich habe Mirage auf dem geringsten Schwierigkeitsgrad gespielt, weil ich wusste ganz genau, mir werden diese Kämpfe so auf die Nerven gehen. Nicht, weil sie unbedingt schwer sind, sondern weil sie handwerklich richtig schlecht gemacht sind. Und ich weiß, Menschen, die sagen, Assassin's Creed soll endlich schwer werden, meinen auch, das soll auch handwerklich in den Kämpfen besser werden. Trotzdem, ich gebe da ein ganz großes Nein. Assassin's Creed soll mal schön leicht werden. Und ich rattere mal ganz kurz die Souls-Kampfformel runter. Ihr habt leichte und schwere Schläge, die verbrauchen Ausdauer. In Mirage haben eure Gegner zwei Angriffsformen. Weiß, was ihr parieren müsst und weiß, also was euch dann einen Gegenschlag ermöglicht. Und Rot, den man ausweichen muss und erst dann kann man angreifen. Und es gibt wieder schwere und große Gegner, die man von vorne nicht beschädigen kann. Man muss quasi den ausweichen und während sie wieder ihre Waffe hochheben, muss man hinter sie und sie von hinten angreifen. So, und das Problem ist, dass rote und weiße Schläge nicht unterschiedliche Angriffschoreografien haben und nicht sofort in ihrer Farbe angezeigt werden. Heißt, ihr seht, der Gegner schlägt zu. Ihr wisst aber nicht sofort, ob ihr parieren oder ausweichen sollt. Dann kommt die Farbe und ihr habt dann wirklich ein kleines Fenster zum Reagieren, das ihr auch mit einer gewissen Häufigkeit verpassen werdet. Und es wird noch besser, die Anzeige der Farbe scheint nicht deckungsgleich mit eurem Reaktionsfenster zu sein. Denn mir ist aufgefallen, dass einige Gegner nicht durch Zufall ihren Angriff
ihren Angriff auswählen, sondern einfach ein Muster abspielen mit einer festen Reihenfolge. Das heißt, ich wusste bei einigen Gegnern, welcher Angriff als nächstes kam. Und ich lag von der Farbe her richtig und habe trotzdem den Schlag kassiert. Und jetzt kommt es, weil auch wenn die Farbe angezeigt wird, darf man nicht zu früh reagieren. Das heißt, selbst wenn ihr den Abstand abpasst zwischen der Schlag wird choreografiert und die Farbe erscheint und dann drückt ihr immer noch rechtzeitig am Anfang des Erscheinens der Farbe, selbst dann ist das nicht das Reaktionsfenster, sondern die Leute, die dieses Reaktionsfenster gelegt haben, haben das ein bisschen später gelegt und trotzdem ist es so knapp bemessen. Und die Kämpfe sind überhaupt nur ein Waffengefuchtel. Es gibt keinerlei Feedback übers Schlagen, über erfolgreich oder erhaltene Treffer bei euch oder bei den Gegnern. Ihr seht nur, dass die Gesundheit sinkt. Und ihr mögt euch jetzt fragen, warum habe ich dieses Spiel durchgespielt? Warum habe ich es nicht einfach abgebrochen, wenn mich so viel daran gestört hat? Und dafür gibt es zwei Antworten. Zum einen bin ich ein Fan der Serie, der es einfach mochte, durch die Stadtbilder zu streifen. Ich habe mir wirklich Zeit gelassen und mir ein bisschen Sachen im Spiel angesehen. Ich habe, glaube ich, 25 Stunden auf dem Zähler. Weil deswegen spiele ich unter anderem die Serie und schaue mir gerne die Stadt an, was designt wurde, was entwickelt wurde, die NPCs, das Alltagsleben. Das mag ich wirklich, mag die Gebäude, ich kletter gerne daran rum. Und das ist wirklich eine Augenweide für mich. Und zum anderen erwähnte ich doch, dass das Spiel teils unfertig und schlecht geplant wirkt. Und obwohl es so viele Probleme gibt, kann man dieses Spiel ganz fantastisch aushebeln, weil die Stealth-Mechanik dann wieder so viel Spaß macht und es einen ermöglicht, die ganzen anderen Mechaniken auszuhebeln. Die vielen Stellen in der Stadt, in denen dann die Missionen und die Aufträge stattfinden, diesen abgesperrten Gebieten, wo man die habe ich halt möglichst heimlich erledigt und die waren deswegen mein Highlight des Spiels. Denn die Missionen sehe ich vor allem als Puzzles, wenn man in so Dungeons reinkommt und man sieht, okay, da kann man sich verstecken, da kann man weiterschleichen, da kann man jemanden so erledigen und da kann man jemanden so erledigen und man darf nicht gesehen werden, wie in einem Hitman-Spiel. Und dadurch, dass ich halt das Kampfsystem so scheiße fand, hatte ich eine weitere Motivation, die Kämpfe möglichst zu vermeiden und die Missionen wirklich heimlich zu erledigen. Und die beiden Stars für diese Puzzle, wie ich eben sagte, und sehr hilfreich zum Aushebeln des Spiels waren, das waren die Wurfmesser und das hochgeskillte Blasrohr. Was ich wirklich nur allen empfehle, holt euch möglichst früh Wurfmesser und Blasrohr und skillt die beide hoch. Und mit dem übermächtigen Wurfmesser war es einfach so witzig, aus größerer Entfernung alles heimlich wegzunieten. Das macht so einen Spaß, heimlich von A nach B zu schleichen. Und episodenhaft hatte ich dadurch bei jeder Herausforderung das Gefühl, wie so ein gewiefter Lux das Spiel auszutricksen und nie entdeckt zu werden, aber alle meine Gegner wegzunieten. Und noch besser war es mit dem Blasrohr, wenn man es so geskillt hat, dass es Wachen auf ewig schlafen legt, also nicht nur auf 30 Sekunden, und diese nur aufgeweckt werden können, wenn andere sie aufwecken. Und es gibt halt noch den Skill, dass man nicht einzelne Wachen schlafen legt, sondern dass man eine Wolke beim Aufprall produziert und dadurch kann man Gruppen schlafen legen. Und das funktioniert selbst, wenn der Gegner auf euch zustürmt. Und das war wirklich mein absolutes Highlight, wie ich mit diesen beiden Gadgets, ich habe die Befürchtung, dass es ein bisschen geplant gewesen, weil die Entwickler merken, wie scheiße ihr Spiel leider an vielen Stellen war, aber es hat trotzdem Spaß gemacht, mit diesen beiden Dingern dieses Spiel so auszuhebeln. Und das war wirklich der Grund, warum ich es weitergespielt habe. Zudem waren die abgesperrten Gebiete wieder sehr cool zum Schleichen und für Killmöglichkeiten. Da hat Ubisoft deutlich nachgelegt mit der neuen Trilogie der Serie. Zudem waren auch die Orte schön abwechslungsreich, wie Häfen oder eine Karawanserei oder ein Harem, eine Bibliothek, Bauernhöfe und natürlich gab es einige Paläste. Zudem fand ich das Sounddesign wirklich sehr hilfreich. Die Musik geht auch klar, ist natürlich nicht vergleichbar mit Höhen der Serie von Jasper Kidd und Lorne Balfe, aber der Soundtrack ist eindeutig zuordbar zu diesem Assassin's Creed und fühlt sich halt nicht so furchtbar generisch an wie Syndicate oder was war das, Unity oder auch wie Origins. Ja, es tut mir leid, Origins-Fans. Und so viel Spaß ich auch mit der großen Mitte des Spiels und dem Schleichen hatte, jetzt wo ich das Ende kenne, ist alles ein bisschen passé. Denn ich werde jetzt über das Ende reden
Und ich rate euch, auch wenn ihr keine Spoiler mögt, bleibt trotzdem dran, denn ich werde euch wahrscheinlich nicht spoilern, weil es gibt nichts zum Spoilern. Denn man erfährt nichts wirklich über diesen Djinn aus Basims Träumen und auch nichts Wirkliches über ihn oder Loki. Das Einzige, was man erfährt, ist, dass Basim nicht bewusst war, dass er Lokis Wiedergeburt ist und er quasi erst am Ende von Mirage auf seinen Loki-Teil treffen musste, damit er wieder quasi als Loki aktiviert wird und wie man dann Basim in Assassin's Creed Valhalla trifft. Und das kann nur wer wissen, wer auch Assassin's Creed Valhalla durchgespielt hat, weil es wird mit keiner Silbe Loki erwähnt. Weil wer Valhalla nicht kennt, wird nur mitbekommen, dass Basim Kindheitsfreude nie echt war. Also das ist neu für die Serie, aber es ist trotzdem ein Kack-Klischee, das ich niemals wieder sehen will. Also dass sie quasi nicht echt war, quasi sein Loki-Teil darstellt, den er erst finden muss in einem Heiligtum der Isu, unter dem Hauptquartier der Assassinen, und es wird nie aufgeklärt, wer dieser Djinn ist. Es wird nur klar, dass die gezeigten Personen des Isu-Artefakts Basim und der Djinn sind, also das, was man ganz am Anfang in dieser Kiste gefunden hat, die beiden Personen, die gezeigt werden, das sind Basim und der Djinn letzten Endes. Und der Djinn scheint wie Nihal ein Überbleibsel aus Lokis Vergangenheit zu sein, von dem er einfach träumt und das war's schon. Und er wurde eingesperrt und man muss ihn quasi als Nihal wieder befreien, die ihn dorthin geführt hat. Und wie sagte ich bereits zum Anfang? Kingdom Hearts? Und ich kann nicht damit aufhören. Da müssen Personen zusammengeführt werden, weil sie eine Wiedergeburt sind und sie sind nicht komplett, außer wenn sie sich wieder fusionieren, weil sie sind Teile derselben Person. Und es tut mir leid, aber was macht bitte Kingdom Hearts in Assassin's Creed? Ich habe so lange überlegt, was ich ins Thumbnail schreibe. Am Anfang war es noch unfertig, dann war es schlecht geplant. Zwischendurch Marvel Cinematic Universe, gerade wegen diesem krassen Ladeintro zum 15. Geburtstag von Assassin's Creed mit allen Hauptfiguren. Aber nein, ich schreibe in Thumbnail Kingdom Hearts, weil es tut mir leid, das ist doch sowas von Kingdom Hearts, also wirklich. Und auch wenn ich nicht mehr so viel, von Assassin's Creed Seite auf Spin-Offs, sondern auf DLCs gelegt wird, glaube ich auch, das ist so ein bisschen das Problem dieses Spiels. Es ist kein volles Assassin's Creed. Es ist nie eines gewesen. Es sollte nie eins sein. Es sollte von Anfang an ein Teil von Valhalla sein, ein Teil von diesen DLC-Reihen, die es gab. Aber es gibt hier einfach nichts mehr zu erfahren. Ich habe nach dem Ende des Spiels und vor dem Schreiben dieses Textes mich nochmal eingelesen, ob ich irgendwas verpasst habe. Aber nein! Das Einzige, woran ich erinnert wurde, was mir nicht so bewusst war, ist, dass beim Sammeln dieser Animus-Fragmente in Valhalla hört man ja immer wieder Stimmen. Und das ist Loki und seine Geliebte Alicea, also die Göttin der Weisheit aus Assassin's Creed Odyssey, die ja in diesem Stab ist, den Stab, den Layla bekommt in Odyssey. Und das war es halt schon, woran ich quasi erinnert wurde, was ich halt nochmal nachgelesen habe aus Valhalla. Aber man lernt nichts weiteres über Lokis Motivation oder wer er ist oder was er macht oder was sonst so mit Basim war in Mirage. Also wir wissen aus Valhalla, er will seine drei Kinder finden. Es gibt auch in Mirage keine Gegenwartsgeschichte, was mich sehr enttäuscht. Ich mochte immer die Gegenwartsgeschichte, also vor allem die Originale mit Desmond. Mirage wird nur mit einem Monolog über Basim von William Mays eingeleitet, den Loki ja am Ende von Valhalla treffen sollte. Damit endet ja das Spiel. Basim kommt quasi zu ihnen, weil er befreit wurde von Layla, die ja dann stirbt aus seinem Gefängnis, in das er ja in der Vergangenheit von Ivor eingesperrt wurde, weil sie bemerkt hat, dass er Loki ist und sie verarscht. Er kommt aber trotzdem raus, dank Layla und Sean Hastings und Rebecca, ich habe ihren Namen vergessen, ziehen los und holen William Miles, weil er der Anführer der Assassinen ist und Loki mit ihm sprechen will. Und für die Story würde ich sagen, Mirage kann man einfach überspringen. Ansonsten, Mirage spielt am besten nur wer wirklich Lust auf Stealth-Puzzle und die Welt hat. Ansonsten,
Mehr kann ich auch wirklich nicht dazu sagen. Wie gesagt, das Ende, man kann mit dem Ende nicht spoilern. Man kann nur spoilern, dass am Ende nichts ist. Also das Einzige, was ich erfahren habe über das Ende ist, Basim wusste nicht von Anfang an, dass er Loki ist. Punkt. Ja, schön, danke. Das war mir jetzt auch nicht wichtig. Es ist eher so, wer ist Basim genau und wie hängt er mit Loki zusammen? Weil das erfährt man nicht. Ja, und deswegen sage ich wieder einmal vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Review kommt auch. Danke für eure Zeit. Ja, ich weiß nicht, ob ihr noch Mirage spielen wollt, aber danke und bis zum nächsten Mal.